wir sind mitten im Kampf um Talente, sind da ganz erfolgreich, und zwar weil wir ausbilden von der Pike auf, grundständig technisch ausbilden, insbesondere, aber nicht nur, zum Elektroniker für Betriebstechnik, zum Beispiel hier am Standort in Rethen in der Region Hannover. Die Avacon Natur beschäftigt sich hier mit ca. 90 Mitarbeitern um energiewirtschaftlich sinnvolle und ökologische Projekte mit dem Ziel der CO2-Einsparung. Das machen wir vornehmlich im Bereich Kraft-Wärme-Kopplung, Blockheizkraftwerke, Windenergieanlagen, Photovoltaikanlagen. Die Avacon spielt eine große Rolle hier bei uns in Saarstedt im Hinblick auf die Elektromobilität, aber auch in anderer Hinsicht. Avacon ist also ein wichtiger Arbeitgeber hier bei uns, aber auch ansonsten ein großer Förderer, auch was Kulturangelegenheiten zum Beispiel angeht. Wir liefern jeden Tag ca. 300 Essen an Grundschulen und Kindergärten, die sich in sogenannten sozialen randständigen Gebieten befinden. Avacon hat uns unter die Arme gegriffen, indem sie uns überraschenderweise dafür bedacht haben oder ausgesucht haben, dass der Restpfennig der Gehälter, was da jetzt ein Projekt ist, an uns gegeben wird. Das waren immerhin 5.000 Euro, das war für uns ein unwahrscheinliches Highlight. Gashochdruck heißt auch Integration von erneuerbaren Energien, gerade mit der Technologie Power-to-Gas, Wasserstoffeinspeisung und auch Biogas gehört auch dazu. Das findet auf der Ebene Gastransport statt und das ist für mich Gashochdruck bei Avacon. Elektromobilität bei Avacon sind über 70 Ladesäulen, die wir bisher gebaut haben und betreiben. Das ist ein total spannendes Geschäftsfeld, weil es ist im Aufbau. Ganz viele Kollegen in der Fläche, Planer, Monteure, Wissensträger Elektromobilität, die das Thema echt super in der Fläche voranbringen und echt dahinter stehen.